Grüße euch zum Monatsorakel für die Frau für den Oktober 2014. Es ist ein bisschen dunkel, ich hoffe, ihr könnt alles sehen. Und okay. Für die erste Karte habe ich den Fluorit, ist das, glaube ich. Ja, so türkis, rosa, eine Einschlüsse. Dann sehr weiblicher Stein. Der ist so ein bisschen blau-türkis. Ja, ich kann mich leider nicht sagen. Also ich habe ihn definitiv für weibliche Züge genommen. Bekam immer als Kind gesagt, Indianer weint nicht. Das habe ich mir zu Herzen genommen. Und der Amethyst, ja, der ist ein bisschen klein und so ein bisschen pink, wirkt vielleicht ein bisschen dunkel. Was seht ihr das? Die Einschlüsse, ich finde ihn ganz süß. Okay, und später gibt es auch eine Ja-Nein-Frage. Ja. Wählt bedacht. Okay. Dann würde ich gern mit der ersten Legung beginnen. Na, geh her. Na, mit Durga. Grenzen. Na, diese reitet hier auf dem Tiger. Mehreren Armen und. Ich finde es eigentlich eine sehr starke Karte. Ja. Also du hast es nicht einfach in deinem Leben und sagt dir definitiv, egal ob du es hören möchtest oder nicht, ja, sagt dir Durga definitiv, was sie meint. Ja. Manchmal dauert es etwas länger, bis man begreift, was eigentlich mit einem selbst passiert. Aber es passiert etwas, definitiv. Ja? Okay. Wenn Dämonen mich bedrohen, schütze ich mich entschlossen. Mit allem, was ich bin. Mit allem, was ich habe. Tief aus meiner Mitte heraus rufe ich alles herbei, was ich brauche. Ich bin die Unerreichbare. Denn ich gehe dorthin, wo mich all das nicht erreichen kann, was mich zerstören will, was mich vernichten will, was mich verletzen will. Ich bin die Unnahbare. Was ich nicht zu mir lassen will, erreicht mich nicht. Ich tanze meinen Tanz des Einsseins nur mit dem, was mich stärkt. Was mich nährt, was mich liebt. Allem, was dies nicht tut, sage ich, wag dich nur in meine Nähe. Mythologie. Im Indien ist der Name der Göttin Devi. Für einen Hindu sind alle Göttinnen nur verschiedene Ausdrucksformen der einen Gottheit Devi. Beziehungsweise unterschiedliche Aspekte der göttlichen Essenz in ihrer weiblichen Form. Ein Aspekt Devis wurde geschaffen, um die Welt von dem bis dahin unbesiegbaren bösen Dämon Durga zu befreien.
in der Schlacht zwischen den Göttern und den Gegengöttern oder Dämonen konnte keiner der Götter Durga besiegen. Deshalb gingen sie zu Devi und baten um ihre Hilfe. Sie bestieg einen Tiger, schwang ihre furchterregenden Waffen und griff den Dämon an. Dieser veränderte sich von einer schrecklichen Form in die nächste, bis Devi ihn endlich erschlagen konnte. Als er gerade die Form des Büffels angenommen hatte, die Erinnerung an diesen großen Sieg nahm Devi den Namen Durga an. Bedeutung der Karte. Du hast Durga in dein Leben gerufen, damit sie dir hilft, klare Grenzen zu setzen. Was lässt du zu dir durchdringen, was du lieber draußen lassen solltest? Wie beschützt du dich, dein Leben, deine Zeit? Ist der Satz, nein, das geht jetzt nicht, ich muss mich gerade um mich selbst kümmern, Bestandteil deines Wortschatzes? Hast du das Gefühl, dass andere alles bei dir abladen? Verlierst du öfter das innere Gleichgewicht, weil du gibst und gibst und gibst so lange, bis nichts mehr für dich übrig bleibt? Durga ist zu dir gekommen, um dich dabei zu unterstützen, klare Grenzen, um deinen dir eigenen Raum zu ziehen und sie durchzusetzen. Klare Grenzen zu ziehen ist eine Handlung der Liebe zu dir selbst. Wenn du diese Grenzen nicht setzt, verstehen andere dich als grenzenlos und überhäufen dich mit Überforderung. Niemand kann ohne Grenzen leben. Wir alle haben unsere wunden Punkte und sind verletzlich. Deshalb haben wir das Bedürfnis, bei bestimmten Gefühlen vorsichtig und einfühlsam behandelt zu werden. Durga sagt dir, dass Grenzen lebenswichtig sind, weil sie anderen zeigen, wer du bist und wo du stehst. Schauen wir mal, was die nächste Karte uns bringt. Was haben wir hier? Drei der Stäbe. Die Tugend. Der Herr der Tugend, Wille und Herrschaft kommen im Charakter zum Tragen. Als divinatorische Bedeutung wird vorgeschlagen, Kooperation und gute Zusammenarbeit führen zum Ziel, wobei das Handeln auf gemeinsamen Absichten bzw. Plänen beruht. Okay. Schauen wir mal fürs Allgemeine. Finanzen und alles drum und dran. Liebe. Wow, das ist doch gut. Ich finde das sehr gut. Schauen wir mal. Na, das schlaue Buch. Karo Dame ist definitiv eine Helferin. Okay.
Karo 8. Überraschend Erfolg verspricht diese Karte. Sie sind es gewöhnt, für ein Ereignis hart arbeiten zu müssen, was oft auch zum Erfolg führt. Aber genauso oft steckst du vor einem Rätsel. Du hast alles Menschenmögliche getan und nichts geschieht. Ohne innere Harmonie, die der Zielsetzung die Kraft verleiht, wirst du immer wieder zu deinem Ausgangspunkt zurückkehren, also die gleichen Fehler wieder und wieder machen und von dir kaum oder gar nicht bemerken, im Kreis gehen. Bei Karo 8 solltest du unbedingt weitere Karten ziehen, um dir deine Fehler bewusst zu machen. Wenn du die Fehlerquelle gefunden hast, benutze die Bildkraft deines Geistes. Schaffe dir Raum für deine innere und äußere Harmonie und lasse dich von deinem Schutzengel führen. Vielleicht ist es auch nur eine Kleinigkeit mit großer Wirkung. Bildhaftes Denken ist eine unschätzbare Hilfe für deine Imagination. Wie sollte dein Erfolg aussehen? Stelle dir das einmal vor, als ein Bild mit all seinen Fehlern, die deinen Erfolg behindern. Sieh es dir genau an, eine falsche Denkweise, falsche Handlungen und oft auch die falschen Menschen, dies alles behindern dein Ziel. Lasse diese Dinge dann aus deinem Bild herausfallen, lasse sie verschwinden, sich auflösen. Stelle dir das genau und möglichst bildhaft vor. Wie sieht dein Bild nun aus? Sicher gibt es einige leere Flecken. Das ist auch gut so, denn da zauberst du deine Wunschgedanken hinein. Die Überraschung, die dir Karo 8 verspricht, sind die Wunder, die dir begegnen werden. Dein bildliches Vorstellen zieht diese Wunder förmlich an. Deshalb solltest du dir die Mühe machen, es zu entwickeln und zu trainieren. Dein höheres Selbst hat eine unendliche Intelligenz, die danach verlangt, in deinem Alltagsbewusstsein zu wirken. Deine Ausstrahlung wird eine vollkommen andere werden. Du lernst, von innen zu leuchten. Und dieses Bild zieht die Wunder des überraschenden Erfolgs an. Allgemein Überraschung, Wunder, Liebe, Begegnung, Erfüllung. Beruf im Imagination, Ausstrahlung, Aufstieg, Problemlösung, neue Denkweise, klare Zielvorstellung. Ganz allgemein gesprochen ist Karo Dame eine Wohltäterin, die im Wortsinn steckt, die Tat, die zu deinem Wohl geschieht. Du kannst dieser Frau uneingeschränkt vertrauen. Sie ist eine Helferin für innere und äußere Angelegenheiten. Nicht selten ist Karo Dame für den Beginn einer seelenvollen, von Güte und Verstehen getragene Freundschaft. Als Teil deiner inneren Persönlichkeit will sie dich lehren, deine Mitmenschen mit Achtung und Mitgefühl zu begegnen. Wenn du den Menschen grundsätzlich mit Güte und Wohlwollen begegnest, wird auch der Übelste keinen Ansatz finden, wie er dir schaden könnte. Diese Karte hat auch mit Vergebung zu tun. Mit der Achtsamkeit des Herzens darfst du den anderen nicht verurteilen. Versuche ihn und seine Handlungen aus seiner Sicht zu verstehen. Segne ihn und gib ihn in Gedanken frei. Du kannst sicher sein, dieser Mensch wird dir nicht mehr schaden können. Vielleicht verschwindet er sogar ganz aus deinem Leben. Du kannst mir glauben. Ich habe es bei mir und bei anderen mit Erstaunen erlebt. Karo Dame bringt dir Harmonie, Reichtum und Fülle. Empfange diese Gaben mit Freude und Dankbarkeit und gib einen Teil davon an andere Menschen weiter. Allgemein Güte, Wohlwollen, Liebe, Herzensfreundschaft, Beruf, du wirst hoch geachtet. Problemlösung, Vergebung und Dankbarkeit. Welche? Eine Bambuskarte für den Oktober. Huch, jetzt weiß ich nicht. Ah ja.
gut. Dui. Dui. Prahle nicht mit deinen Fähigkeiten. Lass andere über sie entscheiden. Weißt du nichts von deinen Fähigkeiten? So lass dir von anderen helfen, sie zu entdecken. Auch wenn sie momentan keinen Erfolg haben, hören sie jetzt nicht auf, an sich zu glauben. Es werden Menschen kommen, die ihnen auf ihrem Weg weiterhelfen. Aber verunsichern sie diese Menschen nicht, indem sie ihre Stärken allzu sehr hervorheben. Okay, kommen wir zur zweiten Legung. Was haben wir denn hier? Suhl ist Krankheit und Gesundheit. Uiuiui. Alles ist eins. Krank sein, gesund sein, alles ist Energie. Energie in ständiger Bewegung, Energie ständig im Fluss, ruhelose Energie, die niemals stillsteht. Unbarmherzige Energie mit der Kraft einer Dampfwalze. Grenzenlose Energie, die alle Möglichkeiten in sich trägt. Sprühende Energie, die anregt und sinkt. Zurückgehaltene Energie, die auf ihre Befreiung wartet. Das heilende Wasser meiner Quelle macht gesund, belebte, brachte Klarheit, verschloss Wunden, öffnete für Visionen, gestattete das Fließen mit dem Fluss der Energie. Beginnt der Tanz des Lebens neu? Gesundheit und Krankheit, alle eins, alle Energie, alle fließen. Mythologie. Die alten Briten riefen Sulis an und oder besuchten ihre heilige Quelle in Bath, um Gesundheit und Heilung zu erlangen. Ihren Wassern wurde wundersame Heilkraft bei allen Leiden zugesprochen. Im Keltischen bedeutet Sul Sonne und Auge. Deshalb nimmt man an, dass Sulis eine Sonnengöttin war. Auf dem Bild hier sehen wir sie, wie sie durch ihr heilendes Wasser nach oben schwimmt, in das Licht der Sonne. Sie steht für die Tiefe, die jeder Mensch auf seiner Reise zum Licht, zur Gesundheit und zur Ganzheit ergründen muss. Bedeutung der Karte. Sulis fordert dich auf, den Tanz von Gesundheit und Krankheit willig anzunehmen. Nimm dir Zeit für dich und lade deine Energie auf. Lass alles los und setz dich an die erste Stelle. Frage dich, was du brauchst und erlaube dir, es zu empfangen. Lass es zu, dass du Unterstützung und Hilfe für deinen Heilungsprozess suchst. Bei jeder Krankheit ruft unser Körper nach einer Pause, nach einer Auszeit oder einfach nur nach mehr Zeit. Bei einer Krankheit müssen wir uns genau ansehen, was in unserem Leben nicht mehr funktioniert. Denn wir sind aufgefordert, es zu ändern. Hast du ständig deine eigenen Bedürfnisse nach mehr Zeit, mehr Raum und mehr Aufmerksamkeit zurückgedrängt?
Vielleicht warst du immer damit beschäftigt, auf alle anderen geduldig einzugehen und hast dich selbst an die letzte Stelle gesetzt. Oder die Krankheit ist der einzige Ausweg in einer verfahrenen und schmerzhaften Situation. Widerstrebt es dir, den Tanz der Gesundheit und Krankheit zu tanzen? Spürst du dabei Schuldgefühle, egal was dich zu diesem Tanz gebracht hat? Du tanzt ihn nun und musst alles zurückstellen, was nicht zu deiner Heilung beiträgt und sie nicht unterstützt. Um deinen Weg zur Ganzheit weiterzugehen, musst du jetzt deine eigenen Bedürfnisse erkennen und sie wirklich ernst nehmen. Du bist aufgefordert, deine Energie aufzubauen und neue Wege zu besseren Umgang mit dir selbst zu entdecken, sodass deine Gesundheit und Vitalität gestärkt wird. Solis sagt, dass der Unterschied zwischen Gesundheit und Krankheit davon abhängt, wie du mit deiner Energie umgehst. Krankheitszeiten fordern dich auf, den Fluss der Energie nach innen zu lenken. Gesundsein erlaubt dir, die Energie nach außen zu richten. Ja. Cool. Was haben wir hier? Ach cool, super. Das Glück. Schön. So ein bisschen besser sehen. Wenn ich noch eine ruhige Hand hätte. So ein bisschen das Rad des Schicksals. Ne? Okay. Things. So Fabelwesen, auch Blitz und Sterne im Hintergrund. Das ist auch noch sehr mystisch. Gucken wir mal. Glück, Rat des Schicksals. Folge deinem Schicksal und sorge dich nicht, wohin es dich führt. Die Achse bewegt sich nicht. Erreiche du das? Schicksalswandel. Dies bedeutet im Allgemeinen Glück, denn die Tatsache, dass um Rat gebeten wird, weist auf Furcht oder Unzufriedenheit hin. Okay. Ziehen wir auch hier zwei Karten. Was uns das jetzt genau sagen möchte. So bis jetzt sehe ich schon, also man soll seine Krankheit etwas annehmen, ja, vorwärts gehen. Man hat Glück im Oktober. Das hört sich sehr gut an. Glück kann man immer gebrauchen. So. Puh, da wollte noch eine Karte mit raus. Okay. Das ist ja soweit in Ordnung. Beruhigt. Was haben wir denn hier? Zuerst mal die Pik-Dame. Die Pik-Dame steht für Jugend. Eine junge Frau oder auch die Tochter. Jung sein heißt kraftvoll, neugierig und offen sein. Das sind jedoch Seelenqualitäten, die ursprünglich unabhängig vom Alter sind. Da es bereits viele alte, junge Menschen gibt,
will diese Karte eine Aufforderung sein, nicht in Trägheit zu versinken und dabei die sich bietenden Möglichkeiten und Perspektiven nicht mehr wahrzunehmen, dass sonst das Leben frühzeitig eingeengt wird. Schau mal in den Spiegel, direkt in deine Augen, stelle deine Fragen und sei offen für die Antworten deiner Seele. Auf der äußeren Ebene wird eine junge Frau von besonderer Bedeutung für dich sein. Das kann der Beginn einer Liebe oder einer Freundschaft sein, die neugierig und kraftvoll in ein gemeinsames Unternehmen startet. Neue Wege und Anfänge stehen bevor, als ob Morgentau auf deine Seele fällt. Ergib dir den Schwung, der dich auf eine neue Ebene bringt. Lass dich überraschen. Diese Karte birgt Ereignisse, die dein Leben verwandeln können. Und sie gibt dir gleichzeitig auch die unverbrauchte Kraft der Jugend dazu. Sie ist eine weibliche Kraft, die dein Fühlen und Wollen machtvoll miteinander verbindet. Allgemein Jugend, Morgentau, Liebe, kraftvoll, neugierig, offen, Beruf, neue Wege, frischer Wind. Problemlösung, Trägheit überwinden, Antwort in der Seele finden. So, die Pik 7. Pik 7 bedeutet Warnung sowie Wiege. Erst jetzt, da ich einmal wieder instinktiv über die Bedeutung der Karte nachdenke, die richtigen. Man kann sich ja nach allen Seiten hin bemühen, sich abzusichern, dicke Bücher lesen, Seminare besuchen. Und natürlich ist es auch wichtig, über eine Sache oder Situation Bescheid zu wissen. Doch die Menschen werden dich immer wieder vor diesen und jenen warnen. Darum prüfe alle Worte und Warnungen, ob sie auch wirklich auf dich zutreffen. Denn das wichtige Wissen empfängst du aus der Seele und nicht aus Büchern und nicht vom Reden. Wiege bedeutet, ein neuer Mensch wird geboren. Wie wunderbar und vollkommen dieses aus dem Dunkel des Schoßes kommende Wesen ist. Wir haben nichts bewusst dazu getan. Gottes Weisheit, die uns Menschen wirkt, hat dieses Wunder vollbracht. Der Mensch in seiner Körperlichkeit ist seine sichtbar gewordene Weisheit. Diese Weisheit, die Leben erschafft, wirkt heute noch in deinem erwachsenen Körper und in deiner Seele. Rufe diese Kraft an, sie wird dir deinen Weg zeigen und alle Warnungen, die nicht aus deiner Seele kommen, werden sich in nichts auflösen. Diese Karte sagt dir, dass etwas Neues entstehen wird, entweder in deinem Körper oder in deiner Seele und in deinem Geist. Habe Vertrauen, der Weg ist frei. Allgemein Weisheit des Herzens, Liebe, Geburt, Neubeginn, Beruf, Vertrauen, kreative Impulse, Problemlösung, Verantwortung und Selbstbestimmung erlernen. So, jetzt kommt auch noch die beste Karte im Deck, würde ich fast sagen. Diese Karte bedeutet Gutes, ein Geschenk, doch wo kommt dieses Gaben her? Sehr bald habe ich in meinem Beratungsgespräch erkannt, das ist der Schutzengel. Der Schutzengel gehört der niedrigsten Hierarchie der Engelwesen an, dem Reich der Angeloi. Die nächsthöher bestehende Weisheit über den Menschen. Zu diesen Wesenheiten haben wir einen direkten Kontakt. Das Wunderbare ist, jeder Mensch hat seinen eigenen Engel. Er begleitet uns während unseres ganzen Erdendaseins. Seine Fürsorge, die uns das ganze Leben begleitet, dient auch seinem Wohl. Unsere Entwicklung ist auch seine Entwicklung, da er unser Leben aus einer höheren Sicht sehen kann. Ist er immer bestrebt, uns zu unserem Besten zu führen. Viele Menschen spüren diese Kraft, handeln aber trotzdem dagegen.
Doch im Notfall greift er in unser Schicksal ein, aber nur, wenn es möglich ist. Es im Einklang mit den Gesetzen des Universums zu tun. Wenn du in Alltagsnöten bist, wenn es um Entscheidungen geht, wenn du Wege suchst, sein eigenes Ohr ist immer offen und sein Rat ist der bestmögliche für dich. Aber rufen musst du ihn und dich einstimmen auf leise Töne, dann wirst du auf den rechten Weg geführt. Alle deine Wünsche, deine Sehnsucht nach Liebe und Glück, nach Erfolg und Reichtum, fasse sie in einem Gebet zusammen und bitte deinen Schutzengel um Unterstützung. Frage ihn auch nach seinem Namen. Dein Engel ist deine direkte Verbindung zu Gott, dem großen Geist der Erde, der nur dein Bestes will. Doch immer im Einklang mit dem Wohle aller. Im Gebet zu Gott wird eine geistige Energie, eine bestimmte Schwingung freigesetzt und eine ungeheure Kraft kommt in Bewegung. Die göttliche Ordnung bestimmt die Bedingungen, die nötig sind in deinen Angelegenheiten. Ja. Jetzt bin ich verrutscht. Zum Wohle aller. Im Gebet zu Gott wird eine geistige Energie, eine bestimmte Schwingung freigesetzt und eine ungeheure Kraft kommt in Bewegung. Die göttliche Ordnung bestimmt die Bedingungen, die nötig sind, in deinen Angelegenheiten Wunder zu vollbringen. Wenn du am Morgen aufwachst, vertraue dich deinem Schutzengel an. Er gibt dir die Kraft und Gelassenheit für den ganzen Tag. Segne den Tag und vergesse nicht, am Abend zu danken. Eines Tages hast du gelernt, deine innere Stimme zu hören und was noch wichtiger ist, ihr auch zu glauben. Allgemein, Schutzengel, Liebe, zusammengeführt werden, Beruf, die richtige Wahl treffen, Problemlösung, Gebet, auf die innere Stimme vertrauen. Oh, schön. Wow. Das Bambus-Orakel für uns. Das war... Okay. Der Geist lebt in deinem Wesen. Willst du dich erkennen? So musst du auf deine Wurzeln achten. Niemand vermag sich der Attraktion dessen, was man nicht hat oder nicht ist, zu entziehen. Bewundern Sie all dies voller Freude, doch vergessen Sie nie, woher Sie stammen, was Ihre wahren Bedürfnisse sind und welches Ziel Sie tatsächlich anstreben. Also wir werden alle etwas gesünder, wir gehen ins Licht. Ist es nicht vielleicht sogar auch die Göttin, die Artus, das war... Welches Schwert kam nochmal aus dem Wasser? War das nicht das Schwert vom Artus? Oder hat der hat es aus dem Stein gezogen? Jetzt muss ich nochmal nachschlagen. Also auf jeden Fall Sonne hier setzt die Grenzen. Ja. Macht nicht so viel für andere, denkt auch mal an euch, jetzt ist der Herbst, macht es zu Hause gemütlich, ja.
Halloween steht vor der Tür. Und jetzt für Halloween schmückt oder teilweise schon, ja, mit Kerzen schon ein bisschen Weihnachtsdeko reinbringen. Das müsst ihr dann zu Weihnachten nicht machen im November. Wir kennen ja alle den Weihnachtsstress, ja. Wieso hamstert so ein bisschen, aber bereitet euch jetzt schon vor und habt da später nicht so viel Stress, ja. Sehr gute Idee. Was haben wir denn hier? Usum, die Sinnlichkeit, Mond, die Stärke. Schön. Passt zum Amethyst mit den lila Farben. Ja. Sinnlichkeit. Wohlfühlbad. Ach, und zum Kältungsbad ein bisschen vorbeugen, ja, dass ihr euch nicht erkältet. Ja, im Moment war es doch ziemlich heiß, wenn ich an den heutigen Tag denke. Ich kam ganz schön ins Schwitzen. Okay. Oh, lass mich dich in Schönheit beglücken, damit deine Augen vor Freuden tanzen. Lass mich dich mit Düften verführen, damit deine Nase Lust einatmet. Lass mich deinen Geschmack reizen, bis deine Zunge bebt. Lass mich dich mit Tönen verwöhnen, die deine Ohren zum Singen bringen. Lass mich deinen Körper berühren mit der Musik eines Wasserfalls und deine Schönheit veredeln mit goldenem Schmuck, mit Honig und Parfüm. Als wenn du alles erlebt hast, wenn alle deine Sinne sich im Spiel erfreut haben, erst wenn dein Geist, der von den Sternen kommt, und dein Körper, der von der Erde ist, mit Glückseligkeit verbunden sind, wirst du wissen, was Sinnlichkeit ist. Mythologie, Osun, die brasilianische Macumba-Göttin des Wassers, von Flüssen, Strömen, Bächen, die für ihre Liebe zu schönen Dingen bekannt ist. Sie liebt es, sich zu schmücken, ganz besonders in den Farben Gold und Gelb, bei den für sie an Wasserplätzen gefeierten Ritualen wird sie mit Honig und Kupferpfennigen geehrt. Ihre Halskette aus Korinmuscheln symbolisiert ihr Wissen und ihre große Kraft als Göttin der Weissagung. Von den Frauen, die sich Osun geweiht haben, heißt es, dass sie ein besonderes Geschenk ihrer Göttin mit sich tragen. Ihr Gang und ihr Tanz wirken auf andere unwiderstehlich, verlockend und herausfordernd. Wenn sie gehen, ist das wie das Fließen eines Stroms. Niemand kann ihrem Charme widerstehen. Bedeutung der Karte. Osun erscheint verführerisch in deinem Leben und bringt dich dazu, dich deiner Sinnlichkeit zu erinnern und sie zu ehren. Wenn du dich mit mehr Zeit und mehr Aufmerksamkeit deinem Körper widmest, allen deinen Sinnen, deiner Sinnlichkeit Spielraum gibst, dienst du deiner Ganzheit. Osun sagt dir, dass für deine Sinnlichkeit jetzt eine gute Zeit ist. Sie lädt dich ein, ihr zu folgen. Und dann haben wir hier dein Trumpf, der Teufel. Ja,
Bin ich mal gespannt, was hier die Bedeutung ist. Der Teufel ist ja so ein bisschen die Sexualität. Ja, man hängt so ein bisschen an Ketten fest. Und manchmal in einer Beziehung, wo man ja in der Beziehung noch festhält, weil es jetzt gerade irgendwie mit dem Sex passt oder so. Ja, man hat manchmal vielleicht auch Partnerschaften, wo das eine funktioniert und das andere nicht. Und ja, also mit deiner Sinnlichkeit wirst du definitiv Männer anziehen. Ja. Also hier bedeutet der Teufel, mit deinem rechten Auge schaffe alles für dich selbst und mit deinem linken akzeptiere alles, was anderweitig geschaffen ist. Unwiderstehlich, starker und skrupelloser, verborgener Impuls, Ehrgeiz, Versuchung, Besessenheit, geheimer Plan, der kurz vor der Ausführung steht, harte Arbeit, Eigensinn, Starrheit, schmerzhafte Unzufriedenheit, erdulden. Ja, so. Naja, mach's dir auf jeden Fall schön, genieß es. Du merkst, wie wenn du dich schmückst, wenn du die das Ritual, das Bad nimmst von Usum. Und merkst du, wie die anderen so gucken? Ja? Und das tut dir gut. Sag ja jetzt nicht nur, weil der Teufel erscheint, ja, ne, so Leidenschaft, Sex. Manchmal ist auch nur der Reiz, dass andere gucken. Du sollst dich ja wohlfühlen, ja? Okay, dann schauen wir mal, was für dich die Karten sagen. Kreuz Dame ist das Symbol für Mutter ohne Wertung. Unsere Mutter ist die erste Liebe. Lust und Liebe erfahren wir durch sie. Wir lernen sehr früh, den Wünschen dieser Person nachzukommen, denn sie zu verlieren, wäre unser seelischer und körperlicher Tod. Unser Lebenscomputer speichert sein erstes Programm. Die Auswirkungen dieser Programmierung. Kreuz Dame und ihre Problematik bezieht sich natürlich auch auf alle anderen Lebensbereiche. Sie spricht auch vom erhobenen Zeigefinger, der Mutter, von der Angst vor einem Verlust, von der Qual der Entscheidung, ob eine Sache tatsächlich für mich gut ist oder nur für die anderen. Für alle Söhne und Töchter sind diese Worte gedacht, damit sie so früh wie möglich mit den Karten ihren eigenen Weg finden. Diese Karte fordert dich auf, egal wie alt du bist, bewusst auf eine Kreuzung zuzugehen, deine Entscheidungen zu treffen und den eingeschlagenen Weg mutig voranzugehen, bis wieder neue Wege vor dir auftauchen. Alle von dir selbst bestimmten Wege führen zum Ziel. Habe keine Angst, auch einmal umzukehren. Die Erfahrung, die dir der falsche Weg gebracht hat, werden dich umso schneller in der richtigen Richtung weiterbringen. Deine Intuition ist immer bereit, dich zu führen. Lasse sie durch die von dir gezogenen Karten sprechen. Allgemein Abhängigkeit.
Liebe in der Partnerschaft erwachsen werden. Beruf, Verunsicherung, Bevormundung. Problemlösung, mutig auf angstmachende Situationen zugehen. Noch, die kenne ich doch. Die Pik 9. Sich sorgen ohne Grund kann wie eine Krankheit sein, die uns lähmt, aber auch oft in große Panik versetzt. Pik 9 sagt bei diesem Thema Heilung an. Wenn das Vertrauen einmal zerstört wurde, ist es schwer, wieder zu einer normalen Beurteilung einer Situation zu kommen. Gib dir und den anderen eine Chance und vertraue auf deine innere Stimme. Die häufigste Art der Sorge ist die Angst um geliebte Menschen. Angst zieht Unglück an. Vertrauen in den göttlichen Urgrund jedoch zieht Geborgenheit und Glück an. Mit Hilfe deines Schutzengels kannst du die betroffene Person in einen Mantel aus weißem Licht hüllen. Sprich dazu laut: Ich hülle dich in weißes Licht. Visualisiere das Bild und wenn du kannst, sprich mit deinem Schutzengel ein Gebet. Deine Sorgen werden vergehen und kein Unglück kann dir und dem anderen schaden. Wenn dir das alles zu unglaubwürdig erscheint, kann ich nur immer wieder raten, probier es einfach aus. Wenn du diese Karte gezogen hast, bist du schon auf dem Weg, deine Gelassenheit wiederzufinden. Dann kannst du in Frieden und Harmonie dich wieder deinen alltäglichen Aufgaben zuwenden. Pik 9 heißt Sorge ohne Grund. Also kannst du die Angst von deiner Seele gleiten lassen. Allgemein Ängste, Sorgen, vermeintliches Unglück, Liebe, Misstrauen, Eifersucht, kein Selbstvertrauen, Beruf, Angst vor Versagen, Unsicherheit. Problemlösung, Gelassenheit, positive Visionen, bejahende Wunschvorstellungen. Okay. Schauen wir mal. Die Bambuskarte, die ich für dich gezogen habe. Und es ist Sui. Vergib den anderen die Fehler voller Liebe. Wäge deine Taten ab mit Bedacht. Vergib dir selbst die Fehler mit Bedacht. Wäge die Taten der anderen ab. Voller Liebe. Bevor Sie andere kritisieren, kritisieren Sie sich selbst. Bevor Sie sich selbst verzeihen, verzeihen Sie den anderen. Wichtig ist, dass beides voller Ehrfurcht und Liebe geschieht. Verhält es sich nicht so, unterscheiden sich ihre Handlungen in nichts von den Taten zweier Feinde. Und das Leben ist zu kurz, um Feinde zu haben. Genieße den Monat Oktober, den goldenen Oktober. Ja? Also genieße es. Hol dir dein Selbstvertrauen zurück. Ja? Du wirst begehrt. Die Männer drehen sich in Scharen um. Das steigert dein Selbstbewusstsein. Mit Sicherheit wirst du auch Neider haben, aber lass einfach links liegen, ja?
Oder gib ihnen den Rat, sie sollen YouTube-Usums-Ritual googeln. Oder sich, ja, gib ihnen vielleicht denselben Rat, ja, den ich dir jetzt gegeben habe. Dass auch jeder sich irgendwo an seiner eigenen Nase nehmen soll, bevor er über andere urteilt, ja. Also ich habe schon so fürchterliche Märchen gehört. Ne, so wie die Wahrheit verdreht wird und warum manche Menschen, an was weiß ich, operiert wurden. Ja, es ist schon lächerlich, schon lächerlich, was manche an Märchen erfinden. Und also, ja. Mach das schön, hol dir dein Selbstbewusstsein zurück. Na, mach dir positive Gedanken. Und geh gestärkt durch den goldenen Herbst. Es kommt eine sehr besinnliche Zeit auf dich zu, würde ich sagen. Ich schätze, dass du auch in den kommenden 2 Monaten doch ziemlich sinnliche Karten ziehen wirst oder Steine auswählen wirst, die genau dieses ausstrahlen. Und okay. Also hier auf jeden Fall abgrenzen. Ja, neue Grenzen setzen. Ja, du wirst geheilt. Auch mit Selbstbewusstsein, dein Schutzengel begleitet dich. Alle Warnungen, die nicht von deinem Herzen kommen, sind belanglos. Ja. Also ich habe schon so viel Warnungen gehört, glaubt mir. So, wenn du dorthin gehst, passiert dir das und das. Und wenn du dorthin gehst, oder wenn du dich mit dem abgibst und sell und jenes, ja. Wenn ich so mein Vertrauen zu den Menschen, ja, und Freundschaften, die sich über die Jahre hinweg bewährt haben, ja, es war wert, sie nicht aufzugeben. Manchmal gibt es auch eine Zeit der Veränderung, wenn. Ja, man entwickelt sich weiter, andere bleiben stehen oder entwickeln sich in eine ganz andere Richtung. Und dann geht man auch wieder getrennte Wege. Ja, und du schwimmst hier schon ans Licht. Ja, hier ist schon die Sonne mit dabei. Du bist schon ein Glückskind. Ja. Hier durch die Grenzen setzen, hast du mehr deine Sinnlichkeit. Hier fängst du an, ins Licht zu schwimmen. Ja, du wirst gesünder. Vielleicht triffst du auch den richtigen Arzt, der dir helfen kann. Ja, oder wie auch, oder die richtige Frau, die dir helfen wird. Ja, ich gehe eher davon aus, dass sie eher eine dunkelhaarige Frau ist, aber schwarzhaarig. Und Usum, Sinnlichkeit, hol dir hier dein Selbstbewusstsein zurück. Hülle dich mit den Farben von Usum des Herbstes und seine Mystik mit den Sternen, Monden, Nacht. Und vielleicht gehst du auch wieder aus. Und ja, lass dich umschwirren, ja, wie die Motten, das Licht und das tut ja auch mal gut, ja. Du musst ja niemand mit nach Hause nehmen, ja. Das ist alleine deine Entscheidung. Vielleicht ist ja was Interessantes dabei, aber du sollst dich auch von irgendetwas lösen, was dir irgendwo nicht gut tut, ja. Vielleicht einfach auch die unbegründete Eifersucht, ja. Eifersucht zieht halt genau, wenn du eifersüchtig bist, eifersüchtig ohne Grund, und dann zieht es auch das Negative an. Und genau das möchtest du ja nicht, ja.
manchmal mit schlechten Gedanken, Einflüssen treibt man manchmal den Partner auch, genau das zu tun, was man eigentlich nicht möchte, ja. Und komm in deine Mitte, ja. Ihr wisst selber, was in eurem eigenen Leben für Kräfte wirken, ja. Deswegen rede ich auch immer so viel, dass sich jeder so sein Stück herausnehmen kann. Ich möchte nichts vergessen, was hier mitunter die Karte beinhaltet. Ja. Ich merke ja auch jetzt nach 3 Monaten, dass ich immer besser fließender reden kann und irgendwann mache ich es ganz frei. Ja. Dann wird vielleicht auch einiges wegfallen, an Bedeutungen vielleicht. Aber ja, ich hoffe, ich kann euch so ein kleiner Schubser geben, dass ihr euch definitiv jetzt im Oktober etwas besser fühlt und die Müdigkeit euch nicht so mitreißt, ja? So relaxt, bevor hier der Weihnachtsansturm kommt und alle im Stress sind. Bereitet euch jetzt schon vor. Wir haben hier einen kleinen Kreis, ja. Und lasst die anderen doch wuseln, ja. Ihr seid dann in Ruhe bei euch zu Hause. Ihr habt alles erledigt. Ihr könnt alles in Ruhe einpacken und es gibt jetzt nichts zu Weihnachten oder so und jeder bekommt eine Kleinigkeit. Ich mache das meistens so, dass ich doch etwas früher anfange, ja. Oder bestell doch bei Yves Rocher, ich wollte, jetzt mache ich Schleichwerbung, bei Yves Rocher so ein Stiefel mit Frauenprodukten oder mit Männerprodukten und ja. Die Freunde, die vorbeikommen, ja, die bekommen dann eine Kleinigkeit, die bekommen nicht den ganzen Stiefel, sondern nur eine Kleinigkeit, was da normalerweise reingehört, ja. Und das, was ich schon immer haben wollte, was ich immer schon mal ausprobieren wollte, ja, das ist das Beste, aber halte ich für mich. Muss ich gestehen. Ja, also kleiner Tipp. Probiert's mal aus. Okay, manchmal ist Shampoo dabei oder Körpermilch, der hätte man sich jetzt nicht gekauft, aber ja, das ist so richtig, richtig super. Ja? Genießt einfach. Aber die Bestellung kommt dann noch. Okay, die Frage, wenn ihr eine Frage mit Ja oder Nein beantwortet haben wollt, vielleicht zeigt auch der Bergkristall schon so ein bisschen darauf. Ja. Okay, das Onyx ist das Ja. Ja, so, ich habe in mein, wie wenn man Runen zieht und ins Säckchen reingegriffen, wollte wissen, welcher Stein das Ja sein möchte. Dann habe ich den Onyx gezogen, den Beschützerstein. Also keine Angst, ja. Ihr werdet beschützt und könnt euch befreien. Ja, ihr seid stark, ihr könnt euch mit Energie aufladen. Das Bergkristall war jetzt das Nein. So ladet euch auf, dass ihr gestärkt durch den Winter kommt. Okay. Ich wünsche euch einen erholsamen Oktober. Was würdet ihr denn meinen, was ich mir gewählt habe? Okay, tschüss.